meine Damen und Herren, die Sensation ist perfekt. Schauen Sie, ich bin der Erfinder der Volksabstimmung, damit das klargestellt ist. Entweder sie geht gut aus oder sie geht schlecht aus. Kann ich mich auch nicht aufhängen, habe ich gesagt, da gibt es halt ein Kraftwerk nicht. Ja? Volksabstimmung hat stattgefunden und war für die jungen Menschen nicht nur eine Abstimmung, sagen wir es doch ganz offen, über den Gegenstand der Abstimmung, sondern darüber hinaus war sie der Ausdruck einer politischen Aktivierung der jungen Menschen, die zum ersten Mal das Gefühl bekommen haben, dass sie da was mitzureden haben. Ich verstehe also eure Skepsis, euer Misstrauen. Und dann kommen ja noch hinzu die Momente, bei denen es wieder mit mir leichter ist zu reden. Mich interessieren zum Beispiel nicht, wie lang die Haare junger Leute sind. Mich interessiert nicht, ob sie knockert baden wollen oder nicht knockert baden wollen. Mir ist das alles gleichgültig, sondern ich setze voraus, dass es ein Teil der Jugendkultur ist, die halt jeweils existiert. In meiner Familie gibt es große Meinungsverschiedenheiten, das wissen Sie sowieso. Und dennoch pflegt es zwischen uns ein gutes Verhältnis zu geben, ein sehr gutes persönliches Verhältnis zu geben. Und vielleicht ist das ein Grund, der euch vielleicht ein bisschen versöhnlicher mir gegenüber stimmt, sofern das geht, dass ich jedenfalls die Meinungsfreiheit innerhalb meiner Familie respektiere. Man muss nämlich auch als politischer Mensch bereit sein, Positionen, die man einnimmt, auch wieder aufzugeben und auch den anderen recht haben lassen, wenn es geht. Aber das ist alles. Und das letzte und ernsteste Wort ist eines. Glaubt mir, am Ende meiner politischen Laufbahn, denn ich bin natürlich am Ende meiner Laufbahn, dass ich sehr genau unterscheiden kann zwischen dem, was man Werbung für eine Partei und Werbung für eine Idee heißt. Und mir steht immer die Werbung für eine Idee höher als die Werbung für eine Partei, auch wenn ich ihr Vorsitzender bin.